Diesen Ankick widmen Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg. Jederzeit für Sie am Ball. Reparieren statt entsorgen und damit die Umwelt schonen. Abholung beim Kunden oder Hilfe vor Ort. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihre Nummer 1 beim Reparieren von Video, HiFi, TV und Elektrogeräten. 100% professionell repariert. Stadtwerke Kapfenberg. Gösser, Gösser, Österreichs bestes Bier. Träumen Sie davon, Hausbesitzer zu sein? Träumen Sie nicht nur, sondern setzen Sie Ihren Wunsch in die Tat um. Kärntner Haus ist Ihr kreativer Partner zur Verwirklichung Ihrer Wohnträume, egal ob Ziegelmassiv oder Holzriegelbau. Kärntner Haus, mit Vertrauen bauen. Die Firma Juri ist ein Unternehmen der Rohrer Group mit Sitz in Nickersdorf bei Leoben und ist spezialisiert auf Industriereinigung, industrieller Gerüstbau, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandtechnik-Isolierungen. All diese Leistungen bietet Firma Juri Industrie- und Privatkunden an. Juri, der Partner in der Umwelttechnik mit Standort in Nickersdorf. Wir machen einen kleinen Ausflug in die Regionalliga Mitte. Da wird an diesem Wochenende die 26. Spielrunde ausgespielt und der Tabellenzwölfte, der TSV Leoben, trifft auf den Tabellenfünften auf St. Florian. Und die Donauwitzer, die brauchen im Abstiegskampf dringend Punkte. Gregor Pötscher, zur Erwartung zum heutigen Spiel? Ja, es wird eine schwierige Partie. Wir spielen gegen eine auswärts starke Mannschaft, aber ich bin guter Dinge, dass wir richtig eingestellt sind und richtig heiß auf die Partie sind heute. Auf was wird es heute ankommen? Na, ich glaube, wir müssen Geduld haben, geduldig spielen, schnell spielen, dass wir die schon langsam auseinanderpflücken können. St. Florian ist ja die beste Auswärtsmannschaft. Ja, es gibt immer gute und schlechte Auswärtsmannschaften und das ist eine gute. Wir sind eine gute Heimmannschaft, also ist eine gute Auswärtsmannschaft gegen eine ganz starke Heimmannschaft. Und ich glaube, dass die Heimmannschaft heute die Daumen oben hat. Am Dienstag geht es ja wieder in einem Steirer Derby gegen Volzberg. Wenn man jetzt 6 Punkte macht, kommt man aus dem Ärgsten heraus. Ja, es ist aber so, heute ist Florian und dann schauen wir, was da rauskommt. Und Dienstag ist noch weit weg und dann schauen wir, was am Dienstag ist. Die in Grün-Weiß spielenden Leobner haben sich für dieses Match heute viel vorgenommen. Schiri Gerhard Meschnack gibt den Ball frei und los geht's. Nach Vergehen an Florian Tempel gibt's Gästefreistoß, Distanz ca. 25 Meter. Tempel der Freistoßausführende, aber dieser erste Freistoßball für St. Florian bringt nichts ein. Florian Tempel, schon 19 Treffer am Konto, dankt sich dadurch, ein Stangelpass zur Mitte, da gibt's aber keinen Abnehmer. Da stärkt sich der eingefleischte DSV-Fan mit einem Würstel. In der guten DSV-Zeit waren 12.000 Fans im Stadion, heute sind's 400. In der 20. Spielminute versuchen es die Leobner mit einstudierter Freistoßvariante, aber das hat nicht so richtig geklappt. Der aufgerückte Markus Prieser wird da gut eingesetzt, versucht da Druck zu machen. Der abgerissene Flankenball hätte Radlinger fast überrascht. Nach 25 Spielminuten steht es noch 0:0, noch nicht viel los im Match, keine Torchancen. Leobens Torhüter Christian Petrovic holt sich da diesen langen Freistoßball sicher aus der Luft. In Minute 30 gibt es wieder mal einen DSV-Freistoß. Die Gäste können nur kurz abwehren. Christian Ritzmeier kommt zu Schuss. Aber der Ball geht genau auf den Gästetorhüter zu zentral. Eckball für St. Florian. Der Ball wird hoch hereingehoben und da ist Thomas Gröbel mit dem Kopf zur Stelle und macht das 1:0 für die Gäste in Minute 33. Die Gäste bei Standard sehr gefährlich. Nach kurz abgewehrten Eckball kommt Tempel zu Schuss. Petrovic lässt sich nicht überraschen, reagiert glänzend.
Kurz vor der Pause St. Florian mit dem letzten Angriff. Schiri Meschnack lässt er das Spiel laufen, gibt Vorteil. Guselbauer kommt da zu Schuss. Abermals kann sich der Leoben-Tormann auszeichnen. Und mit der 1:0-Führung für St. Florian geht's in die Pause. Wir haben wieder die Frage an die Fußballfans. Es geht um zwei Thermenkarten der Therme Aqualux Fonsdorf. Wer ist denn der bekannteste Ex-DSV Leoben-Kicker? Schachner Walter. Genau, der Walter Schachner. Wann ist denn der Walter Schachner von wo gekommen? 1975 von St. Michael. Warum hat der Walter Schachner den Spitznamen Schoko? Ja, weil ihm seine Mutter immer Schoko gekauft hat. Ja, und auf das hin ist er noch der Spitznamen Schoko gekommen. Jetzt habe ich die letzte Frage. Der Walter Schachner hat ja auch im Nationalteam gespielt. Wie oft? 65 Mal. 64 Mal, oder? 64 Mal. 64 Mal ist korrekt. Und wie viele Tore hat er erzielt? Oh, das ist eine schätze Zähne. 23 Tore im Team. 20, ja, 23 Tore. Und der Walter Schachner ist auch ein prominenter Trainer jetzt. Wo trainiert er jetzt? Bei LASK. Ja. Ja, ich darf zu zwei Thermenkarten der Therme Aqualux Fonsdorf recht herzlich gratulieren. Danke, danke schön vielmals. Auf zur zweiten Spielhälfte. Christian Petrovcic heute ganz stark in Form, gibt guten Rückhalt, lässt sich weder vom Freistoßball und auch nicht vom Eckball überraschen. Die Leoben in Hälfte 2 nun aggressiver und stärker versuchen es mit schönem Angriff. Rotensteiner leitet dazu Bitici weiter. Bitici drückt ab und trifft genau ins lange Eck zum 1:1 in Minute 53. Ein tolles Tor und der 18. Saisontreffer für den jungen DSV-Stürmer. Die Leobner vom Ausgleich beflügelt legen nach und Dominik Hackinger bringt Leoben sogar 4 Minuten später mit dem 2:1 in Führung. Nun kommt Stimmung auf. Das Match wird nun härter und immer besser. St. Florian meldet sich da mit einem Guselbauer-Schuss zurück, aber zu harmlos dieser Schuss. Oliver Schöpf wird da gestoppt, der Schiri gibt da den St. Florian-Spieler Geld. Ich hätte gesagt, da wurde der Ball gespielt. Fehlentscheidung. Roland Ringhofer und seine Leobner, zweite Spielhälfte ganz toll drauf. Und nach einem Abwehrfehler der Gäste macht Christian Ritzinger den Sack zu und stellt in der 80. Spielminute auf 3:1. Und das war's auch schon. DSV Leoben schlägt St. Florian mit 3:1. Ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Stimmen zum Spiel. Ja, Markus Prisser, gratuliere zum 3:1-Sieg gegen St. Florian. Erste Halbzeit ist das nicht so gelaufen, aber die zweite Halbzeit, die war ganz stark. Ja gut, wir haben gewusst, wir haben nichts mehr zu verlieren. In der Pause haben wir gesagt, wir müssen rausgehen und endlich mal anfangen Fußball spielen, weil so wie wir erste 45 Minuten auftreten sind, so werden wir aussteigen. Und der Gregor Pötscher hat zur Halbzeit die richtigen Worte gefunden. Die hat er mit Sicherheit gefunden und die Mannschaft dementsprechend aufgeweckt und ich glaube, das hat man dann auch gesehen im Spielfeld. Was hat er gesagt, der Trainer? Ja, er hat uns gefragt, vor was wir eigentlich Angst haben und was uns daran hindert, Fußball zu spielen. Und diese Partie hätte sich zweite Halbzeit wirklich mehr Zuseher verdient? Ja gut, wir hätten uns des Öfteren mehr Zuseher verdient, aber ich weiß nicht, was die Leute am Freitagabend sonst machen. Das ist schade. Herr Trainer Wilhelm Wallmüller aus St. Florian, warum ist man zweite Halbzeit so zurückgefallen? Ja, grundsätzlich war es so, dass wir, glaube ich, die erste Halbzeit des Spiels klar beherrscht haben, hätten auch höher in Führung gehen müssen. Unsere Mannschaft hat wahrscheinlich meine Warnung nicht beachtet und hätte geglaubt, zweite Halbzeit geht es weiter so leicht. Leoben ist natürlich mit der ersten Torchance, ist ihnen der Ausgleichstreffer gelungen und dann ist natürlich die Aggressivität gestiegen, sie spielen gegen den Abstieg, bis vor diesem Spiel zumindest. Und dann waren sie aggressiv, mit der zweiten Tormöglichkeit haben sie den Führungstreffer erzielt und ja, und dann haben wir natürlich alles versucht in der Offensive, aber leider sind wir nicht mehr in Tritt gekommen, uns ist nichts mehr gelungen, obwohl wir alles in der Offensive, wie gesagt, versucht haben und aus einem etwas abseitsverdächtigen Tor ist dann die Entscheidung gefallen mit zum 3:1. Diesen Ankick widmeten Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg. Jederzeit für Sie am Ball.